Warum hat denn hier zu viel gekommen? 7 Mana. Die kann jetzt ein paar Zündmarkierungen stacken. Jedes Mal, wenn eine eigene Kreatur stirbt, kriegt sie 2 Marker, 2 Angriff, 2 Verteidigungen. Und erst wenn sie angreift, sind die ganzen Marker weg. Das heißt, die kann ja mal instant ein bisschen was aufräumen. Heftig. So, ziehen wir mal noch Kärtchen. Gibt noch ein Kriegerchen. Wunderbar. So, zack, zack. So. Pam und Schiss. Puh. Das war ein bisschen heftig. Für Gold gemietetes Schwert hat. Diesmal habt ihr Char besiegt. Char gilt, aber sie kommt wieder. Und dann wäscht Char das Gold mit eurem eigenen Blut von euren Schwertern. Ja, das wollen wir mal sehen, wer hier wem was wegwischt da. 100 Siegel hat es ja jetzt gegeben. Ui, schick. So. Der Schattenwald. Ein unerwarteter Gegner. Nachdem die Windschwerter eine große Gruppe von Orks bei den Dämmerfällen besiegt haben, kehren sie nun nach Flammenschrein zurück, um Bericht zu erstatten. Doch wir wurden von Soldaten angehalten, die den Waffenrock des Greifen trugen. Befehl des Greifherzogs, kein Fremder darf den Schattenwald durchqueren. Wir haben keine Zeit, wir müssen hier durch, koste es was es wolle. Grigory, die Greiftruppen sind gut organisiert und bekannt für ihre starken Verteidigungslinien. Wir müssen diesen menschlichen Wald durchbrechen, wenn wir vorankommen wollen. Na, da bin ich mal gespannt. Wir behalten das Anfangsdenkmal. So. Hallo? Achso. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt auspackt. Das Greifen der Gelben war ziemlich heftig, aber die kämpfen jetzt wohl auch mit Greifen oder so. Jemand in der Art stand jetzt eben auch dabei. Mal gucken. Ach scheiße, das kostet ja direkt Mana, stimmt ja. Das habe ich vergessen. Leibwächter. Ja, 2 vermindert. Achso. Okay. Autsch. Friedhof auf die Hand. Das kostet aber 2 Mana. Das bringt mir im Moment also gar nichts. Drücken wir mal hier noch stärker hoch. Kann auch nur eine Karte holen. Ah, das ist doch. Nehmen wir mal ihn hier. Er hat ein bisschen mehr Punkte. Und sie macht mehr Schaden. Na, das dürfte jetzt interessant werden, wenn die jetzt schon so Karten hier auspacken kann. Steigt um 2, okay. Kannst aber auch wieder 3 Mana. Bringt mir jetzt auch nichts. Steigert eure Stufe in Magie. Kann ich einfach vom Friedhof holen, nützt mir auch nichts. So. Das dürfte jetzt interessant werden. Okay, das ist hauptsächlich ein Greifendeck. Wie man sieht. Autsch. So, Angriffsstärke. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Monster aufs Feld kriege. So, einer. Da noch einer. So. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Massen schaffen kann. Weil wie man sieht, da kann ja mal richtig was rauspacken. Ah, super. Den kann er auch noch kaputt machen. Ihn kriegt er nicht kaputt, aber trotzdem. Super, fast das ganze Feld wieder platt gemacht hier. Shit. Ich habe nur 4er Monsterkarten, na toll. Die 2 Mana oder weniger kostet. Na ja, toll. Bringt mir mal gar nichts. Magiestufe erhöhen bringt mir auch nichts. Die Runde habe ich schon mal ziemlich beschissene Karten auf der Hand.
Jeder Spieler zieht eine Karte, das bringt mir jetzt ganz ähnlich ausspielen. Naja. So, der Leibwächter ist aber wenigstens mal weg. Aber jetzt kann er mir die Runde, kann er mir mal richtig wehtun. Alter, da kann er fast das ganze Feld vollpacken. Ich glaube, die Runde kriegen wir auf die Schnauze. Ich glaube, das haben wir. Die Runde reißen wir hier gar nichts. So, Magie steigern. Dann kostet nämlich kein Mana. Müsst ihr eins bezahlen, okay. Ich kann maximal zwei Karten aufs Feld holen, das ist scheiße. Ich habe ziemlich beschissenes Blatt jetzt hier. Lässt sich nicht wirklich viel drehen im Moment. So. Das können wir mal angreifen zumindest. So. Eine Karte von der Hand aufs Deck zurück. Legen wir die mal weg. Drücken wir mal hier einen weg. So. Die eine Karte hat er wenigstens wieder weniger. So. Warum haben die eigentlich alle plus ein Schild hier? Ist das wegen ihr? Nee. Okay. Ach, Leibwächter hier. Wird um eins vermindert, okay. Na gut. Dann wollen wir mal gucken. So. Wird zerstört. Ich habe keine Monster mehr auf der Hand. Das gibt's ja gar nicht. Das ist doch scheiße hier. Ich ziehe mal eine neue Karte. Ja, jetzt kriege ich eine 5er Karte. Toll. Eispanzer. Eispanzer. So. Ich kann ja im Moment nicht viel mehr machen. Das ist ja das Problem. Ich muss jetzt im Moment ein bisschen auf Death gehen, stellenweise. Sonst kriege ich hier nämlich gleich das Problem, dass sie uns hier einfach mal die Hütte einrennen. Wäre ich nicht so begeistert von. So, jetzt haben wir wenigstens mal wieder zwei Monsterkarten, okay. Magiestufe um 1 steigern brauche ich im Moment nicht. Ich ziehe eher mal eine neue Karte nach. So. Die haben wir mal dahin. Die drücken wir mal dahin, da das Monster ja 6 Life hat. Jetzt können wir das Ding auch noch raushauen. So. Pam, eine weg. Zack. So. Das wird wieder so eine Runde geben, wo wir dann in letzter Sekunde dann gewinnen. Im Moment sieht es zumindest mal so aus. Autsch. Jetzt hat er sich sogar seine eigene Kreatur komplett auf Null runtergematscht und noch Vergeltung reingedrückt. Und nur noch ein Life, ne, ist ja mal prickelt. So. Drei Schadensverhältnisse werden geheilt, bringt mir gar nichts. So, das kostet 6 Mana, dann könnte ich noch einen holen. Machen wir jetzt einfach mal. So, 1, 2. Ach, scheiße, ich... Ach, vergessen, ich muss aber zahlen für den zum Angreifen. Mist! Aber gut, das geht trotzdem. Die Karte bleibt ja stacken, bis er weg ist. Das heißt, nächste Runde können wir ihn schön weghauen dann. So. So, wir ziehen direkt wieder eine Karte. So, nehmt sie auf die Hand. 3 Schaden, bla bla plupp. Komm, rein damit. So. Legt eine Karte ab, dann zieht eine neue. Machen wir. Da. Kriegen wir ein Bäumchen. Doll. Baum weg. Ich brauche was Stärkeres jetzt mal hier fürs Feld. So. Zack. Hier direkt, den können wir weghauen. Der ist weg und die lebt auch nicht mehr lang. Ja, das wird wieder so eine Runde, wo wir es dann irgendwie noch mit Glück dann schaffen, noch rumzureißen, dass wir dann doch noch gewinnen.
So. Jeder Spieler zieht eine Karte. Ausgewählte Kreatur wird zerstört. Pam, weg damit. Spinne. Und hier kann ich eine Karte ziehen. Kann ich eh nicht spielen. Bringt auch nichts. Okay. Drauf damit. Zack. Zack. Weg. Und direkt drauf. So, jetzt haben wir mal eine gewisse Grundline auf jeden Fall mal stehen. So. So. Zieht eine Karte. Zack. Dann noch eine Karte. Zack. Was haben wir hier? Noch eine Karte. Eine Karte ablegen. Neue ziehen. Lohnt sich. Baum können wir wegschmeißen. So. Zwei oder weniger kostet. Machen wir auch. Eine muss ich abwerfen dafür. Kommt die weg. So. So, da noch eine hin. Steckt in zwei. Ne, brauchen wir jetzt nicht. So, wir gehen jetzt erstmal aufräumen hier. So. Instant mal 10 Damage reingedrückt in einer Runde. Das ist die Hälfte des Lebens, was die Karte überhaupt hat. Na, ja, sehr schön. So, die Lebenskarte ist eine ausgespielte Kreatur. Oh, komm. Schack. Warum nicht? Wir haben es doch jetzt. So, Kärtchen. Zieht eine Karte, erhaltet 4. Warum geht dann nicht? Achso, du brauchst 3 Schicksalspunkte, okay. So. Pam weg, pam weg. So, ich will jetzt einfach mal aus Spaß gucken, was er die Runde noch aufbauen könnte, theoretisch. Mana hat er genug. Wenn er genügend Monster dafür hat, kann er was drücken. Oder er hat keine Monsterkarte mehr auf der Hand. Kann natürlich auch sein. Jeder Spieler zieht eine Karte. So. Da ziehen wir nochmal ein Kärtchen. Achso, ich hätte noch Schicksalspunkte gebraucht. Die Hand ihres Besitzers zurück. So. Pam. Pam. So. So. Eine Runde gebe ich immer noch. So. Ein Monster. Heilung. Zack. Okay. Noch ein Monster. Er kann uns tatsächlich noch wehtun. So, komm, drück mal einen Instant-Buff hier rein. So. Schicksalspunkt. Zieh deine Karte, erhaltet 4 Mana. So. Geh auf die Hand ihres Besitzers zurück. Nur brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir mal aufräumen hier. Pam, weg damit. Pam. Pam. Der ist auch weg. So. Nächsten ausgespielten Kreatur. Ich komm mal fertig hier, was soll das? So. Söldner, wenn ihr die Waffen oben lasst, sind wir bereit, euch passieren zu lassen. Dem Besiegten steht es nicht zu, dem Sieger Bedingungen zu stellen. Wir sind nicht hier, um gegen den Greifen zu kämpfen. Wir sind hier, um den Wölfen zu helfen. Und der Feldmarschall erwartet uns. Du hast recht, Wayne. Ziehen wir weiter. Diese arroganten Greife werden uns so schnell nicht mehr provozieren. Errungenschaft, call this an invasion, Wolf Soldier. Na siehste. So. Drachensiegel, Prämie für Stufe 2, na siehste. So, Level 3, wieder 100 Siegel, Mission freigeschaltet, 10.000 Gold. Na, sehr schön. So, hier zurück, hallo, da, so. So, Soldaten des Wolfs haben wir jetzt freigeschaltet. Na wunderprächtig. So, Karten shoppen gehen wir in der nächsten Runde. Ich mache jetzt nämlich ein Aufnahmepäuschen. Wir werden
Mal gucken in der nächsten Runde, was wir da so ein bisschen zusammengedroschen kriegen. Wie rum hat denn die nochmal sortiert? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach so rum, okay, genau. Okay. Naja, wir haben eine neue Folge bekommen, wunderbar. So, wir werden mal nächste Runde gucken, was wir da geklöppelt kriegen. Ja, noch ein paar Missionen drücken. Werden wir einfach mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Let's Play, einer weiteren Folge Might and Magic, Duel of Champions oder wo auch immer sehen. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag, schönes Wochenende, je nachdem wann ihr guckt und bis zum nächsten Mal. Ciao!